Warum genau ist er nicht gesprungen? Also wenn wir nochmal Game Over gehen, würde den Boss machen müssen, ne? Ist Deros schuld. Der hat hier Checkpoints geholt. Nimmst du einfach als Schutz mit. Ja, nehme ich auch. Es leckt aber auch nur, wenn du spielst. Ja, bei mir leckt's auch, wenn du spielst. Was auch immer. Aber die Leute sehen deine Aufnahme, also kannst ich auf den Leck schieben und du, weil du Kacke bist. Verstehst du? Und so behalte ich meinen Ruf. Vom größten Stecher vom Kongo. Geh doch einfach ins Fass. Der hätte mich aber getroffen, Im glaube ich. Fass? Ich glaube, das Fass ist nusssicher. Hallo. Ist bei dir auch, wenn du spielst, gibt es bei mir auch total über die Frames. Den hatte ich ganz vergessen. Daran bin ich auch gestorben. Warum willst du jetzt eben hoch? Weil da was ist. Ja. Aha! Na, das hat sich doch gelohnt. Worth it. So weit! Ich drücke auch noch extra in die entgegengesetzte Richtung, wenn ich rolle. Wenn ich rolle. Ist das der Böse? Nein. Der Böse, der andere ist eher besoffen. Ich will nicht. Diese Stille und dieser Respekt vor dem Geier. Koshi, please. Ach so, das Level schaffen, ja, kein Problem. Siehst du? Also, hallo. Ach, irgendwann kriegen wir doch diese Treiber dann auch ein Leben. Lege ich eigentlich jedes Mal, wenn ich spiele? Nee. Okay, weil ich hätte sonst gesagt, ich muss nachschauen, ob Anti will nicht trotzdem updated, obwohl ich gesagt habe, lass mal stecken. Aber daran könnte es ja gerade eben gelegen. Vielleicht ist jetzt schon fertig, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Also liegt's doch an dir, ha? Als ob die Lags wirklich die Qualität dieses Let's Plays beeinflussen würden. Ach ja, da war ja was. Not even close. Wo bin ich eigentlich? Hast mich vorab gehängt. Mich dieser Geier fertig macht, hey. Scheiß Babygeier. Ignoriere einfach das G. Ich habe ein Leben geholt. Ach. Es gibt aber auch nicht ein Level, das wir einfach mal souverän durchschaffen können, ne? Nee, das. Jedes ist aber die Hölle auf Erden. Gut zu wissen. Ich weiß einfach, du triffst sie auch, wenn sie nicht in deinem Blickfeld sind.
muss das aber übers knapp machen. Ansonsten wäre es nicht stylisch genug. Das ist wieder er. Der hat ja einen eigenen Namen verlangt. Also du hast das jetzt ja wieder nicht gesehen, aber bei mir ist mir das fast geglitscht. Schon wieder. Bei mir sah es so aus, als wärst du reingesprungen, das Fass ist kaputt gegangen und ist rausgefallen. Sehr gut. Na, nimm doch das Fass auf. Das Glitching. Ich warum? Wie gesagt, das Netplay hält wundersame Dinge parat. Ich sollte vielleicht auch auf mein Fass gucken und nicht nur auf den Geier. Renn einfach durch. Schmeiß. Ja, warte du bitte. Ja. Und jetzt kommt noch ein Level. Nope. Treetop Town. Oh, das ist glaube ich dieses wunderschöne Level. Ja. Biber. Moment. Also, dieses Level ist so schön, dass ich nur nach rechts gehen wollen würde. Hat ja nicht irgendwer mal was geschrieben von wegen höher springen irgendwie? Denkst du, ich lese Kommentare? Nein. Das wird ein lustiges Level. Vor allem, weil wir gleich das Geier-Level nochmal machen dürfen. Spring nicht. Das muss doch irgendwie... Level voller fliegender Fässer, der stirbt am Biber. Wie war das? Biber sterben, boah. Ich bin so fertig, ey. Das Spiel. Was sollen diese fliegende Biber? Ich weiß nicht. Die leben auf Bäumen, noch nicht gewusst. Was denn? Das Biber Gang. Wie wär's mit dem Decay Fass? Ich meine ja nur so. Level dicht. Ja. Genau deswegen. Die Musik erinnert mich irgendwie ein bisschen an Monkey Island, aber nur ein bisschen. War das jetzt Zufall oder? Ne, die Fässer mit dem Bang-Zeichen drauf machen alles selber, also. Bitte sehr. Have fun. Weil ich mir jetzt auch total gemerkt habe, was jetzt alles kommt und ich sterbe nicht gleich im ersten Vieh. Genau deswegen. Oh, das hast du gemeint. Ich hätte zuschauen sollen. Ja. Also, Geierboss, Geierlevel und, ja. Mensch. Schneiden wir dann wohl doch. Dann bis gleich. Bis gleich. Jäse. Hi, na? Auch noch da. Treetop Town. Die zweite. Action. Das
zweite Mal, dass wir dieses Level neu betreten dürfen, nachdem wir die anderen Level gemeistert haben und nicht das zweite Mal, dass wir allgemein dieses Level versuchen. Da haben wir mehrere Versuche und jetzt kommt noch einer drauf. Ja. Ja, ja, ja. Stirb, lieber. Habe ich erwähnt, dass wir uns einfach Leben holen sollten? Ja, wie gesagt, wenn wir nochmal Game Over gehen, dann werden wir uns Leben holen vor dem Geierboss. Viele Leben. Viele, viele Leben. Das war dumm. Viele Leben. So viele Leben. Ich lass Dero einfach die Nacht durchackern, geh schlafen und morgen früh nehmen wir dann weiter auf. So werden wir es machen. That will work. Pew. Ein bisschen erinnert mich die Musik auch an Breath of Fire 3. Findest du? Ja. Nicht irgendwie ein Donkey Kong Country oder so. Monkey Island und Breath of Fire. So ein Mix. Das wäre ein ziemlich episches Spiel. Monkey Island habe ich noch nie gespielt. Dun, 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 dun. Plot Twist. Drachenpiraten wären das dann. Ein Point-and-Click-RPG. Point-and-Roleplay. Warum machen die alle Kamikaze-Aktionen und springen von Bäumen? Wir können nicht einfach runtergehen. Angriff! Wie man da im Hintergrund sieht, haben diese Bäume durchaus Leitern. Dero, das ist dein Level. Ich kann hier nichts reißen. Ich mag schon. Da. Ich mag es gar nicht erst. Du hast es mit diesem Fässer-Timing einfach besser raus. Ja, wahrscheinlich. So viel dazu. Viele Leben später. Nachher. Bis gleich. Bis gleich. Hallo? Na? Donkey Kong Country. Together. Hier an diesem wunderschönen Abend. In diesen wunderschönen Bauhäusern. In robusten Fässern, die uns über die Baumkronen des Kongos schießen. Und ihr seid mit dabei. Wir auch. Wir auch. So halbwegs. Was ist dein Problem? Nichts, nur dass das Leben schön ist. Viel zu kurz. Also nein, ich habe ihm während der Aufnahmepause nichts gegeben. Ich bin einfach nur fertig. Einfach nur fertig. Ich bin... Wenn ich morgen sterben würde, ich würde glücklich sterben. Yep. Was? Was?